So, jetzt ein Heiler da. Oh nein, der verzieht sich wegen der Ratte. Your Majesty, a new building is complete. So, jetzt haben wir wieder einen Paladin. Ey, das ist übel cool. Und dann passieren hier random Aktionen. Deswegen haben wir direkt am Anfang hier einen Drachen bekommen. Ist ja geil. Das gefällt mir. Ja, ciao. Hat kein einziges Mal geblockt, direkt tot. Nee, doch, toll. Wir machen mal ein paar Magier. Dass die auch schon mal ein bisschen leveln können. Davon bräuchten wir auch Mönche. Das sind halt Kampfmönche. Die sind halt auch okay. Ne? Die können halt nix. Die müssen sich halt buffen und alles drum dran. Wenn die Buffs ausgelaufen sind, sind die halt, keine Ahnung, Leute, die mit Fäusten gegen Drachen kämpfen halt, ne? Ohne die Buffs. Der Gnome wird denen noch ein schweres Leben machen. Der wird ja auch besser, ne? Der levelt ja dabei. Das ist Level 6. Gott, zweiter Drache, warum? Your Majesty, the royal treasury is nearly empty. Wie viele leben noch? 2, 2. 3. Tötet den Drachen. Boah, ich will den nicht produzieren. Ich will Paladiner haben, Mann. Aber die sterben aktuell zu schnell. Wir haben zu wenige Creature. Wenn man Quantity Warrior direkt am Anfang haben. Alter, das sind alles Worker, die da sind. Manchmal sägen die auch Gegner. Nee, okay. Ist ja gar nicht mehr der Mensch, direkt wieder zurückgehen. Oh, der Gnome hat gemerkt, dass er angegriffen wird. Der Zauberer ist dead. Boah. Oh, ein Paladin's ready. Okay. Jetzt müsste jeder wieder ein Healer sein. Alter, Medusa ist auch da. Diese Chrome-Dinger können wir, glaube ich, nachher zwar noch bauen, aber dann konnten wir irgendwas anderes nicht bauen. Oder können wir keine Chrome-Dinger mehr bauen, wenn wir diesen Tempel hier haben? Dauros-Tempel, ich glaube nicht, ne? Egal. Scheiß drauf. Paladine sind wichtiger. Aber Gnome sind auch ultra wichtig, wie man sieht, ne? Also, die kriegen nichts zerstört und sind halt komplett permalockt manchmal. Ist schon broken. Deswegen vor allem, wenn man kriegt ja mit einer Hütte 3 und dann hat man halt 9 Gnome, wenn man das haben will. Da machen wir direkt mal auch wieder 2 weitere. Upgraden wir jetzt die Schmiede. Ja, okay, die gehen jetzt alle da shoppen, einkaufen wir da. Machen wir keinen Markttag. Wer ist denn da jetzt alles? 3 Leute, okay. Gehen doch da alle gerade hin. Tax Collector. A building has been upgraded. Hold your majesty. Die können auch kämpfen, sind aber ultra schwach. Wie die anderen Menschen im Prinzip ohne was. Oh, wieder ein Magier. Eigentlich braucht man davon auch immer 4. Kann sich nur keiner leisten gerade hier. Der Marktplatz ist da, das heißt, wir könnten hier einen Outpost hinstellen. Der transferiert uns ja auch sehr gerne Geld in den Hals. Drachenfaustler. Was sind denn die Paladine, Kollegen? Achso, der eine ist zu Hause. Ne, der eine ist hier shoppen. Ich weiß, dass es nearly empty ist. Es ist empty. Wir sind arm. Arme Schlucker sind wir hier. So, jetzt haben wir 4 von den Heilermenschen. Egal, wo die Paladine rumgammeln, die sollten jetzt geheilt werden. Die Ranger gehen jetzt erstmal schön erkunden, während der Drache hier wieder alles flambiert. Okay, der Paladin hat sich Mut geschnappt. Hast du gedacht, mein Kollege ist jetzt tot, da kann ich ja auch mal was machen. Praise
Doros. Ja, wo ist denn ein Heiler? Da, okay, da kann er runter, da. Ja, zack, geheilt. Schnell, heil. Schneller, mehr heilen. Mehr. Schneller. Geil. Bester Mann. Danke. Genauso soll es laufen. Wir können auch nachher noch einen zweiten Heiler-Tempel bauen, aber ich baue erstmal noch einen zweiten Warrior-Skill, damit wir mehr Paladine haben können. Evil has won. Boah, welcher ist gestorben? Der Sixer. Okay, egal. Oder? Ja, egal. Oder? Ja. Sorry. Praise Doros. Ich heile ihn jetzt selber für Geld. Wenn schon wieder kein Heiler hier ist, ich weiß auch nicht, wo sie sind. Als ob die andere wichtigere Sachen zu tun haben. Die Fächer irgendwie. Bis, ja, siehst du mal. Hier, so, jetzt machen wir Markttag. Gibt keinen Job jetzt hier. Geh mal heilen. Jetzt geht der nach Hause. Boah. Okay, machen wir mal Quality weiter hier. Warte mal, wo ist denn die... Achso, die Bibliothek konnten wir eben noch nicht bauen. Stimmt, die können wir ja jetzt bauen. Bau Eco? Ja, gut, aber Eco... also wir können gerade Economy-technisch nur die Wirtshäuser bauen. Aber ich könnte einen... Das konnte ich jetzt eben nicht machen, weil sich das nicht gelohnt hat, weil man das weit wegsetzen muss von seiner Base. Und zwar so roundabout um den Marktplatz rum, der soll dann beliefert werden von Outposts. Aber wenn du den Marktplatz auf der Seite stehen hast, kannst du so einen Outpost auf der anderen Seite stehen haben. Und dann ist das ja schon weit weg, ne? Für den... Steht trotzdem nah an deiner Base dran und dann beliefert er den manchmal, dann kriegst du die Geld. Boah, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Wie siehst du denn aus? Was machst du denn da? Die ganzen Zauberer sind hier gemeldet, habe ich eben gehört. Your Majesty, a new building is complete. Also beim Markttag können die nicht mehr shoppen, da macht der Markt Geld, aber er macht halt auch zu für die Zeit, ne? Das ist ein Vor- und Nachteil. Gut, da hier oben jetzt nur noch Much ist, stellen wir da auch mal Much-Gebäude vor. Aber Economy ist Economy, ne? Und dank den Gnomen wird das halt instant gebaut, sozusagen. Aber man muss immer bedenken, da muss immer ein Tax Collector hingehen, einsammeln und zurückgehen, ne? Immer. Wenn die unterwegs sterben, bringt das kein Geld. Das heißt, wenn du die Route nicht geschützt bekommst, lohnt sich das Gebäude halt auch nicht. Und wenn das Gebäude irgendwann im Ass ist, dann ist es auch noch ungeiler. Your Majesty, a new building is complete. Wild Adventure. Wir haben ja schon ein paar Ziele gefunden. Wir haben so ein Dragon Lair. Das müssen wir mal zerstören, damit keine Drachen mehr spawnen. Dann gehen wir mal als erstes ein Kopfgeld von 300 drauf. 300, ab da wird es interessant für die. Jetzt für uns nicht so wirklich, ne? Ah doch, einer hatte kurz Bock, glaube ich, gerade. Aber nur kurz. Few Heroes. Ja. Ah, egal. Jetzt haben wir gleich den vierten Dings. Paladin, hier sind vier. Hier können wir dann aufrüsten. Hier machen wir auch noch den vierten und dann sind wir. Ah, da ist schon wieder einer gemeldet. I'm melting. Oh, da wird gefightet. Der ist schon Stufe 9. Alter, die Stats sind dann 83% Parierchance, 63% Blockchance. Und dann haben die Int als Main Spell und können sich Spells, also richtige Spells kaufen. Und standardtechnisch selber haben die Shield of Light, deswegen brauchen wir die Library. Stimmt, das war das. Ich erinnere mich. Slap. Das bringt auch Geld. Nee, jetzt haben wir keinen Platz. Oh Gott, können wir das hier hinbauen? Ja gut, das muss aber ultra geschützt werden. Da unten ist noch ein Gebäude, das will ich nicht.
Setzen wir das zu den Zauberern, die kaufen ja da auch ein. Müssen wir das irgendwie schützen? Ich weiß nie, wie man forcieren kann, dass man nachher Zwerge bauen kann, aber so Ballista Tower oder generell Zwerge, weil die können ja auch reparieren, sind schon geil. Genau, mach mal hier die Häuser weg, Drache. Nein, Gnome. Boah, wenn der den sich traut anzugreifen. Ne, flieht in Terror. Ja, das ist das, was ich meine. Jetzt geht er da wenigstens ein Bierchen trinken oder so. Ich weiß es nicht, ne? Gib mir da wieder Geld. Naja. So, machen wir nochmal. Also hier Quality. Was ist denn hier los? Was sind meine ganzen Krieger? Meine ganze Armee? Okay, die gehen wahrscheinlich jetzt hier das töten, ne? Nee. Es ist keiner da, der mich verteidigt. Hallo. Ey, wenn wir jetzt verlieren und uns keiner verteidigt, dann weine ich. Geben wir dem mal einen Baby-Anreiz, würde ich sagen. Aber ich meine, die müssen uns verteidigen, weil das unser Palast ist. Guck mal, selbst die Mönche kämpfen jetzt per Hand gegen den Drachen. Oh, der wurde ver... LOL! Der war tot! Ist zu seiner Base gegangen, hat sich wiederbelebt. Cool! Wenn sonst nichts ist, ne? So, jetzt wo die ganze City mittlerweile da ist, um den zu töten, wird das auch was. Hier oben ist ein Kampfmensch unterwegs. Als ob der jetzt anfängt, das Ding da zu machen. Der hat halt auch gute Parier- und Dodge-Chance. Aber nur wenn er diesen Buff verteilt, ist der gut. Und zwar Stone Skin und Hands of Steel. Genau, Hands of Steel hat ja eine hohe Damage-Chance. Ja, der macht das tatsächlich, ich wusste es. So ein Keck. Marktag. Wenn das auf Maximum ist, haben wir hier einen Resummoning-Spell, also Wiederbeleben. Cast Resurrection heißt das. Das ist halt auch echt gut. Ja, unser Outpost wird natürlich angegriffen. Majesty, the local blacksmith offers new services. Gut, der ist Maximum, das ist schon mal super. Dann upgraden wir jetzt den noch. Weil diese Ringe, die Defense-Ringe sind auch schon gut. Die geben plus 10 auf alle Defense-Stats. Also Parry, Dodge und Resistance. Ich kaufe der sich jetzt einen. Oh, er hat einen Langbogen gekauft. Und eine Studded Leather Armor. Was bei dem? Der wäre ja richtig rich. Wahrscheinlich trotzdem noch One-Tap für die meisten Gegner. Oh, meine. Your Majesty, a royal treasury is nearly empty. Ah, Fire Blast. Das ist halt leider so ein Standard-Spell. Ja, das heißt, sobald die ein gewisses Level erreichen, die Magier, kriegen die automatisch diesen Spell. Das ist halt ein doppelter AOE-Clear. Ab Level 3. Aber die hier kann man sich kaufen. Die können sich auch andere kaufen, wenn die schlau genug sind. So, wie weit bist du? Ja, macht es tatsächlich alleine. Da kommt safe Drachen raus und dann muss er alleine gegen Drachen kämpfen. Schon Level 8, weil er das alleine die ganze Zeit angreift. Bounty Hunting. Your Highness, our research in the library. Die sind ja immer am Selbstgeißeln in ihrer Bude, das ist das Geilste eigentlich. Wo ist die eigentlich nochmal da oben? Ja, das hört man nur ganz leise im Hintergrund, immer diese Peitsche. Geil. Ah, da kommt Geld. 251 vom Outpost. Das ist mir schon Friedhof. Friedhof ist auch immer kacke. Egal. So. Ich würde gerne Level abgehen, dann können wir nämlich. Können wir nämlich.
Oder nee, wir machen zuerst die Library. Nee, wir gehen zuerst Level up. Dann haben wir nämlich erstmal noch hier mehr Leute, die für den Palast arbeiten. Also mehr Geldeintreiber, mehr Reparateure und noch eine zweite Palastwache. Aber viel wichtiger, wir können den Garten bauen. In dem Garten kriegen die einen random Buff. Unter anderem auch diesen Speed Buff oder diesen Chrome Buff oder so. Ne? Das ist immer random halt, wenn die sich da ausruhen. Und die kriegen dadurch Geld. Das heißt, die kriegen Geld, wenn die da reingehen, und die kriegen einen random Buff. Ne? Und für die Units, die da reingehen, ist auch geil. Die entspannen da halt. So, er ist jetzt gleich durch. Level 9. Der macht gleich den Drachen weg, wenn er spawnt. Falls er ein Drache spawnt, wenn man das killt. Wild Adventure builds character. Guck mal, 3562. Hier ist doch auch irgendein Modifier im Spiel, warum das nur so wenig kostet. Ja, da ist ein Drache gespawnt. Jetzt aber schnell, du. Fliegen in Terror, das habe ich mir schon fast gedacht. Ich habe keinen Speedbuff für ihn leider. Das kommt jetzt erst auf der nächsten Stage. Diese ganzen coolen Sachen kommen ja jetzt auch gleich erst. Aber wenigstens spawnen da keine Drachen mehr raus. Er ist halt Level 9, sollen wir den heilen für 200 Gold? Scheiß auf. So, nice. Okay. Da sind die geilen Gilden. Jetzt können wir natürlich nichts mehr anderes bauen, egal. Lunors sind die hier und die haben auch diesen Speedbuff. Aber die machen wir jetzt nicht. Wir können noch das Resum anmachen. Natürlich. Entweder das oder wir machen hier ein Level, damit die Magier mehr Schaden machen. Die kriegen automatisch plus ein Damage dadurch. Da haben wir die Knete gerade gekriegt. Er ist Stufe 11 mittlerweile mit einem maximalen... Oh, hat er schon einen extra Bogen? Ne, ist nur ein Kompositbogen. Den kann er noch verzaubern in der Magiergilde. Macht er das jetzt gerade? Purchasing Armor at the Blacksmith. Ne, ach, der kauft sich dann die goldene Armor. Geil. Oh. Hat er 1100 Gold? Der ist richtig reich. Okay, da ist irgendwo ein... Ist dead. Ah, Tier 1. Ja, dann bauen wir einen neuen. I can now help so many more. So, wir bauen jetzt einen Garten, denke ich, als erstes mal. Wo bauen wir den hin? Da müssen die oft vorbeigehen, auf jeden Fall. Leute müssen oft daran vorbei. So, das ist wichtig. Dahin. Gut. Und hier vorne? Aber hier vorne wird oft angegriffen. Das ist eigentlich gut, weil dann kommen die aus dem Garten raus, aber gleichzeitig wird hier so oft angegriffen. Your Majesty, a new building is complete. Neu. Alter, hier sind überall Toxic Sewer. Na ja, und nur einen. Hier oben würde ich gerne noch eine Warrior Guild für mehr Dings haben. Eine Paladine. Tax Collector. Okay. Your Majesty, a new building is complete. So geil, durch die Gnome wird alles so schnell gebaut, ne? So, Meteorstorm, dass die das auch automatisch lernen. Das Leveln ist halt für die Magier jetzt wesentlich schlimmer, weil die spawnen ja jetzt erst Stufe 1 wieder. Nein. Der ist way von gut und böse. 95 plus Parry hatte der gerade, 75 Dodge und 15 Rest.
Also durch Magie kann der schon noch gekillt werden, aber als andere. Der hat den Ring, der noch nicht den Teleportationsamulett. Habe ich das schon erforscht? Warte mal. Ja, habe ich. Da kauft er sich das nicht. So ein Kick. Mehr Paladine. Geil, Paladine, Heiler und Magier. Jetzt haben wir wirklich literally das Beste. Und ja, da wir die brauchen, haben wir ja auch die. Also das Beste, was so stumpfes Trumpf angeht. Ne? Wenn man jetzt übertreiben will, könnte man halt diese anderen bauen, die immer beim Spawnen ein Skelett haben. Und die... Energies of Light. Okay, es war kein wichtiger. Und die Naturkreaturen auch immer zähmen. Wenn man die beide in Kombination baut, das ist auch mal gigantisch broken, weil dann ist halt die ganze Map voller Stuff, den du beschworen hast, und es juckt dich halt literally nicht, wenn die sterben, weil das kostet dich halt gar nichts. Ne? Mo. So. Wir Magier teilweise, ne? Egal, solange es nicht der Sechser ist. Der muss jetzt leben. Ab 6 haben die nämlich alles Wichtige. Energy Blast, Fireball, Fire Shield, also Resist Magic, Teleport und nochmal den extra Fire Blast. Fireball ist das hier. Ah, der ist auch gerade am Fighten da. Und wird geheilt. Von einem Stufe Elva. Es ist so, die sind so stark. Ich liebe die. Das sind so die coolsten Units, sind eigentlich immer gut. Außer du spielst nur One-Hit-Wonder-Units, aber das ist ja auch obviously nicht zu empfehlen. Eigentlich müssen wir das nicht upgraden, die und die nicht. Die sind eigentlich nur Zeitschinder. Sobald da was spawnt, dass man da Geld kriegt halt. Also nicht Geld verliert, meine ich. Guck, jetzt fangen die nämlich an, selber rumzustreifen. Die Ranger decken den Rest der Map auf. Der kämpft, also, die haben echt ein Rad-Up, ne? Er macht aber richtig Damage wegen dem Buff. Das ist halt, sobald der halt weg ist, der Kacke, ne? Iron Will, Hand of Steel und Stone Skin. Was ist denn sogar? Im 1 und 1. Das ist so geisteskrank. Okay, nice. Machen wir das auch noch auf Maximum. Das ist alles durch. Ist hier alles durch? Ja, sehr gut. Dann weiter Paladine machen. Und danach können wir nochmal eine zweite Magier-Gilde machen. Und dann können wir hier die absichtlich halt angreifen lassen. Der kriegt 100 dafür, wenn er das macht. Da 200. 300. 400. Wie dick Geld wir jetzt gerade kriegen, ne? Wenn das mal nicht die ganze Zeit weggenommen wird. Na guck, der hat den Sweet Buff da. Entweder den Chrome Buff oder... Das sieht nach dem Item aus. Lul. Ne, er hat nicht das OP-Item gefunden. Das wäre witzig. Aura of Peace. Healers, Meditation. Nö, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich schon aus dem... Aus dem Ding hier. 438 Gold da drin. 190 da. Alter, ist Stufe 12. Mit den Stats ist das schon stark. So, bin ich gespannt. Wie viel Schaden der macht. Alter, und der wie oft der trifft. Und wie selten der getroffen wird. Der hat bestimmt auch Pots 5 Stück, ja. Der hat zwar seinen Bogen noch nicht verzaubert, aber ansonsten hat der halt... Also, wirklich alles. Das wäre schon für 13. Geil. Können wir hier vorne noch irgendwo einen Outpost hinsetzen?
Irgendwo hier müsste es jetzt irgendwann gehen. Da. Und dann machen wir noch eine Spielhalle hier für die Leute. Könnt ihr dann ein bisschen trainieren. Die dann auch nochmal ein bisschen geschützt wird. Und ja, Income-Gebäude davor, die sind aber mehr immer nur für Deckung, sage ich jetzt mal. Oha. Ey, warum? Achso, der ist gestunt, der kann nicht anders gerade. Warte, wir können ihm noch einen anderen Buff geben. Ich weiß nicht, ob das der ist, ne. Your Majesty, a new building is complete. Hat der gekriegt, weil ich meine, das gibt dem. Guck, ja, es ist ganz gut. Your Majesty, a new building is complete. Your Majesty, a new building is complete. Your Majesty, jo, entspann dich. A new building is complete. Irgendwas ist hier unten noch. Lass mir die mal hier checken. Post now offers healing potions. Your Highness, we've improved the guardhouse. Your Highness, we've improved the guardhouse. Ist doch so OP, dass die immer zusammen rumlaufen. Your Majesty. Ah, der hat sich, die haben sich die Teleportationsdinger gekauft. Ja, hier dürfen alle spielen. Gold, Your Majesty. Gut, jetzt sind wir reich. Jetzt können wir auch die zweite Wizard-Gilde setzen. Ab jetzt Sovereign, ist vorbei für die Gegner. Has been upgraded. Sovereign, a building has been upgraded. Ab jetzt wird's nicht mehr schön für die. Aber man sieht ja auch, dass wir ab jetzt schon halt hier die Überhand haben. Ist ja jetzt auch nicht auf Experte, sondern nur Advanced gewesen. Die machen ja jetzt im Prinzip schon alles alleine und wir sind auch schon bei Tag 32. Your Majesty, a new building is complete. Das gefällt mir gar nicht, dass so frei steht. Die Library ist halt ultra wichtig. Und das ganze Geld, was man da rein investiert hat, ist instant weg, sobald die kaputt geht. Okay. Da muss man das halt neu erforschen, ne? Your Highness, we've improved the guard. We are victorious, Your Majesty. Nice. Das heißt, wir haben das letzte Gebäude zerstört. Ja, okay, nice. Aber dass das gibt, ist schon extrem geil. Ich weiß gar nicht, wo ich drauf gedrückt habe. Congratulations, you have won the game. Jetzt können wir auch weiterspielen drücken. Was habe ich denn gedrückt? Ach, hier Freestyle Game. Da kannst du einfach drauf drücken unten. Lol. Manual Settings. Was kann man denn einstellen? Wizard Hold Beginner. Champions of Law. Settlements, Darts, Player Forces, achso. Sorcerer's Literacy Expert, Dragon's Nest Expert. Wandering Monster. Monster Resort. Dragon's Raiders, Vampires. Werewolves sind auch schon sehr stark, muss man sagen. Landscape. Ah, okay. Startgold. 30.000 Gold und dann alles auf Experte, ne? Victory Conditions, Eliminate All Forces, Gather Gold, Survive Specific Time. Victory Limits. Achso. Map Number. Ah, guck mal, ein Seed. Difficulty Beginner.
Start Game. Hä, ist ja voll cool. Ist gar nicht, dass man das machen kann. Wenn hier riesige Horde, Monstrous Horde. Hordes of very strong monsters will enter the region from all directions. Goblin Tribes, die gehen einem auch richtig auf den Sack. Aber was ist das? Ah, keine Ahnung, ist ja egal. Ja gut, weiß Bescheid. Wir haben jetzt 3 Uhr, ich würde gerne noch eine Runde machen. Ich habe auch gerade echt überlegt, weil ich dachte mir, ich wusste nicht, dass man auch noch Manual Settings haben kann, aber Expert Random finde ich halt auch richtig geil. Also generell, das so random zu spielen, auch richtig nice. Vielleicht selber mal einzustellen, auch okay, wie bei Supreme Commander. Aber ich darf leider nicht länger machen, ich muss ja morgen wieder arbeiten. Oh.